Hallo, Freunde des gepflegten Lärms, zu einer weiteren Ausgabe von Allgäu Doom Refuse. Heute haben wir eine echte Perle im Gepäck und nichts Neues und doch etwas Neues. Von was ist die Rede? Von Final Harris, die letzten Erben. Ja, das Licht blendet ein bisschen. Ja, ich blende euch das Cover am besten ein, dann seht ihr es besser. Oh, so geht's, so geht's. Ja, so geht's. So, Final Harris mit der Compilation In the Shadows of Pain. Das ist eine Compilation und kein Album. Es sind 10 Lieder drauf und es ist Dutch Metal. Und es ist eine wirkliche Perle, die wir, Gott sei Dank, gibt's Cult Metal Classics, das griechische Label, das sich wirklich als Archäologe betätigt. Das, was Oliver Weinsheimer mit seinem Kit macht, indem er obskure oder längst schon aufgelöste Bands aus Amerika oder aus der New Wave of British Heavy Metal nötigt auf dem Kit Keep It True zu spielen. Nein, nicht nötigt natürlich, sondern immer wieder irgendwie enthusiastisch da Bands zusammen glaubt, die schon seit Jahrzehnten nichts mehr machen. Serious Angle ist das beste Beispiel dafür, das populärste Beispiel auch dafür, wie Oliver Weinsheimer arbeitet. Und Cult Metal Classics, ergo Sonic Age, die beiden Labels, die ja irgendwie zusammengehören aus Griechenland, Italien und Griechenland sind ja die Schmelzpunkte für obskuren, traditionellen Metal und die graben da wirklich was aus und von denen ist auch dieses Album rausgekommen, letztes Jahr, 2019. Es gibt nur 500 Exemplare von dieser Sahneschnitte, aber es gibt noch Exemplare. High Roller hat zum Beispiel noch welche. Ich habe zum Beispiel hier welche. Ja, was halt immer ist bei Cult Metal Classics, die bringen manchmal Vinyl raus und manchmal CD. Manchmal nur Vinyl, manchmal nur CD. Es ist also für jemand, der nur das eine sammelt, ist es immer schwierig. Lege ich jedem ans Herz, der auf Couch Metal steht. Couch Metal, tatsächlich, wenn man was Obskures hat, geht immer in Richtung Manila Road, Serious Angle, Broker's Helm, das sind immer diejenigen, das ist sozusagen die Dreifaltigkeit des Couch Metals. Dann kann man noch Pagan Altar dazu packen oder Slowfag. Die Liste ist endlos, aber Final Harris gehören da eben auch dazu. Die Band wurde 1981 gegründet und hat unzählige Besetzungswechsel hinter sich. Es hat immer nicht geklappt, mehrere Demos. Dann hat man was aufgenommen, was eigentlich eine Mini-LP werden sollte, wurde auch nichts. Dann wieder Besetzungswechsel. 1986 waren sie sogar Headliner in Salzgitter auf einem Hardrock-Festival zusammen mit 5 anderen Bands. Und ja, Dutch Metal, das ist ja sowieso die Holländer, die Dänen, die Belgier, die Benelux-Staaten, die hatten in den 80er Jahren so einen ganz speziellen Stil. Der ist natürlich immer ein bisschen verloren oder untergegangen unter dieser alles dominierenden Begrifflichkeit New Wave of British Heavy Metal. Gerade die Belgier waren zum Beispiel, haben auch eine sehr, sehr starke Metal-Szene, Holland, Dänemark, wie ich es gerade erwähnt habe, gerade da. Es ist nicht Skandinavien, aber es ist irgendwo gehört, nirgendwo dazu und die haben feinsten klassischen Heavy Metal gespielt, gehörten aber eben nicht zum New Wave of British Heavy Metal. Dieses Label konnte man ihnen im Endeffekt nicht verpassen. Heute rückblickend tun wir uns da natürlich einfacher. Wir haben Medien, wo wir uns informieren können. Wir können auch alles anhören. Wir kaufen auch hier die Katze im Sack nicht. Final Harris haben zum Beispiel auch auf YouTube das ganze Album, könnt ihr streamen. Hört euch das mal an, wenn ihr so die Richtung Couch Metal seid. Und es ist erstaunlich gut produziert, weil viele Sachen wurden ja gar nicht verändert. Also es ist jetzt nicht besonders, es ist nicht remastered oder so weiter, sondern es wurde teilweise original von den Bändern da drauf gepackt. Da ist jetzt diese Mini-LP drauf, 1986, wie gesagt, in Salzgitter, 87 kam dann noch eine Single raus und die ist hier auch drauf. You in My Heart, das ist der letzte Track und es ist wirklich, ja, kann ich jedem nur ans Herz legen, eine verschüttete Perle sozusagen. Und der Sänger, jetzt muss ich da wirklich gucken, wie der heißt, die heißen ja immer so komisch, die haben ja immer so exorbitant merkwürdige Namen, holländisch irgendwie, passt mal auf hier, der heißt genau Jan Palenstein und der ist genau das, macht diesen Metal eben auch zum Couch Metal. Oft ist es ja der Gesang und diese
ja, Tim Baker Fraktion oder was man von Broker's Helm kennt oder von The Shark kennt, von Mineral Road, von Mark Shelton. In diese Richtung geht es. Aber es ist ein ziemlich unaufgeregter Sound. Er ist nicht so schnell, wie es teilweise von Broker's Helm ist, sondern stellenweise, ja, episch kann man auch nicht sagen, unglaublich melodiös. Und Jan Peter Steele, wie jetzt, muss ich nochmal gucken, Herrgott, nochmal, ich kann den Namen nicht merken da. Palenstein, Jan Palenstein, der hat eben das Organ, das so kauzig ist, aber der gerät zum Beispiel kaum ins Schreien, außer wo ist es hier? Genau, Watch, na was, wie heißt es? Look Around? Nee, auch nicht, bei Mystery, bei Time, Omen, nee, Mystery. Da fängt er dann zum Schluss an, ein bisschen hoch zu gehen, aber er singt eigentlich ziemlich unaufgeregt, mit wenig Atem kann man fast sagen, und hat diese kauzige Stimme und singt ultra melodiös und auch dieser holländische Akzent des Englisch, das kommt so richtig, das ist so anheimelnd, das ist ultra melodiös, die Produktion ist gut, das Schlagzeug rumpelt wirklich noch authentisch, da ist nichts remastered und die Songs sind auch mehr saumäßig stark. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da rausnehmen sollte. The Omen ist gleich zweimal drauf, insgesamt haben wir 10 Tracks drauf. The Omen ist in Version 1 und 2 drauf. Ist einer der aufregendsten Tracks auf diesem Album. Vielleicht haben sie dann beide Versionen, die unterscheiden sich nicht wirklich viel. Omen, die Version 2, ist vielleicht ein bisschen dynamischer gespielt, aber im Endeffekt wüsste ich jetzt nicht, welche von beiden meine Lieblingsversion sein soll. Es ist wirklich hier, jetzt muss ich mal die Brille abnehmen, hier fängt an mit Burning Brands, Flags of Convenience, Cry from the Undertown, Look Around, also die erste Hälfte ist so richtig total stark und das sollte wahrscheinlich auch dann die Mini-LP werden. Und nach den beiden Omen-Versionen, gut, Twisted by Rules, also Lied Nummer 8, das hätte man sich ein bisschen schenken können. Das ist irgendwie der einzige Ausreißer nach unten, ist aber jetzt auch nicht so besonders schlimm. Aber er ist jetzt nicht unbedingt ein Song, der irgendwie einen Schritt halten kann mit den anderen, die wirklich super sind. Und wäre dieses Album dieses Jahr rausgekommen, wäre das sicher eins der Alben des Jahres. Zumindest auf jeden Fall in meinen Top 10, wenn nicht sogar in den Top 5. Weil es ist genau diese Art von Kauzmetal, auf die ich stehe, wo ich richtig Bock drauf habe. Und ja, man muss sich jetzt natürlich fragen, ja, warum ist diese Band noch nicht entdeckt worden fürs Keep It True? Das wäre genau das Richtige. Die haben sich 2011 wieder zusammengefunden. Da hatten sie auch schon seitdem nicht mehr gespielt. Die haben sich 1988 aufgelöst, weil eben keine Aussicht mehr da war, dass sie irgendetwas reißen. Permanente Besetzungswechsel, dann der holländische Metal-Markt, so, der war jetzt auch nicht so gut. Und das ist genau diese Problematik, wie ich gesagt habe. In Deutschland wurden die Bands viel, viel besser promoted oder die New Wave of British Heavy Metal wurde besser promoted. Und 1986 war die Zeit, es gibt ja, ich habe das in vielen Kultalben zum Beispiel, Ritual und so weiter. Full Moon, da gibt es ja, die haben zu der Zeit einfach Musik gemacht, wo diese Musik keiner mehr gehört hat. Und auch heute, klar, sagen wir, warum nur 500 Exemplare, da könnte man doch heute durchstarten. Es gibt nicht mehr. Vielleicht gibt es noch 600, vielleicht könnte man auf 1000 hochgehen, aber dann bleibt man sitzen. Wie gesagt, diese Scheibe gibt es jetzt seit 2019 und es gibt immer noch Exemplare zu kaufen. Das ist auf der einen Seite gut für diejenigen, die die Band nicht kennen und sowas hören wollen. Auf der anderen Seite zeigt das einfach, dass es nicht genug Nerds gibt, die diese Art von Metal, diese Art von geiler Musik mögen, die eben weg vom Mainstream, meisten hören eben Mainstream-Zeug und selbst im Black Metal, es wird hauptsächlich auf Mainstream, das ist einfach Underground. Diese Art von Musik, von cooler Mucke ist einfach Underground und bleibt es auch. Das werden nicht mehr als 100 sein und 500 sein, die das dann irgendwann mal vielleicht antizipieren und das sehe ich ja auch auf meinem Kanal. Wir werden nie so ein Kanal werden, der über die 1000, 2000, 3000, das ist alles, dann werden wir immer noch ein kleiner Kanal, aber das wird hier nicht passieren, weil die Leute sich einfach für das Thema nicht interessieren. Es gibt niemanden, der sich für sowas groß interessiert. Die Handvoll, ja, da musst du dann halt immer nur so limitierte Aktionen machen. Wäre auf jeden Fall eine Band fürs Kid, aber wir wissen ja alle, da ist ein starkes, oder beziehungsweise ein starker Wunsch da, amerikanische oder englische Bands zu bevorzugen, gab ja oft schon die Kritik oder Anfrage, warum wir nicht mal deutsche, österreichische, Schweizer Bands, gibt es ja auch viele aus den 80er Jahren, die einfach auch
kultig sind und es nie geschafft haben über ein Demo oder eine Mini-EP, eine EP heraus sozusagen. Aber ja, Skid ist halt sehr, sehr anglophil angehaucht. Jetzt hat man da natürlich aus Russland Aya, Aya, ach ja, raus, ach ja, Arara, raus mal spielen lassen und so weiter. Es gibt dann schon immer wieder welche. Aber so das Groß kommt eben aus Amerika. Ist ja auch völlig in Ordnung, ist ja geil, hat ja einen großen Markt gehabt, dieser US-amerikanische Power Metal. So, die nächste Zeit kommen viele, viele kleinere Sachen so. Ich will ein paar Reviews machen. Smolder habe ich jetzt eigentlich noch vor. Das ist eine EP, das lohnt sich ja nicht, eine große Show zu machen. Also ganz kurz noch. Also ihr seht ja, es tut sich ein bisschen was. In der zweiten Season haben sich die Sachen ein bisschen verändert. Ich will gucken, dass ich so viel Output wie möglich rausbringen kann. Deswegen diese Mittwochs- und Samstagsachse, die halte ich zwar im Großen für mich bei, aber es kann durchaus auch mal sein, dass einfach zwischenher irgendwas geht. Deswegen abonniert unbedingt diesen Kanal, wenn er euch dafür interessiert und drückt die Glocke, weil ich habe in den Analytics gesehen, 40% diejenigen, die diese Videos gucken, haben noch kein Abonnent. Abonnement. 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 Wir brauchen das aber, das ist für meine Statistik wichtig, weil natürlich könnte es egal sein, aber wenn man sowas macht, so einen Kanal, dann arbeitet man natürlich auch mit Analytics und dann will man ja auch irgendwo hin, dann hat man ja auch ein Ziel. Klar mache ich das hauptsächlich für mich und für die Handvoll, die es dann wirklich interessiert, aber für mich ist es einfach immer besser, wenn ich da eine Bewegung sehe, dann weiß ich auch selber, was ich machen kann, was ich machen will und ob es sich lohnt, noch größere Shows zu machen. Ist auch in Planung. Obwohl ich jetzt gesagt habe, ich mache viel kleinere Sachen, habe ein paar Sachen als Review gedacht. Aber es kommen auch größere Sachen wieder. Die King Diamond Show wird wahrscheinlich frühestens Juni werden. Da arbeite ich gerade dran. Es braucht halt einfach seine Zeit. Und zwischendrin kommen halt immer wieder kommen halt jetzt kleinere Sachen raus. Nur damit ihr ungefähr einen groben Überschnitt, das heißt nicht Überschnitt, wie heißt es? Überblick. Hey, Überblick heißt es. Danke. So, und dann, ja, keep on rocking bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Ausgabe. Ja, genau.